Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Hope's Feather Ranch Story. Wir kümmern uns um die Farm. Dude, was machst du hier? Deine Ladies warten. Er wird jetzt erstmal alles ernten. Und dann wird er sich um den Garten kümmern. Die können wir weiterentwickeln. Die sieht so dunkel aus. 24 Stunden, die Sims 4. Okay. Nein, warum hängt es? Warum hängt es? So viel Custom-Content habe ich doch gar nicht. Garten pflegen, bitte. Kümmert sich hier drum. Also, ich wollte in dieser Folge auf jeden Fall mal die Hochzeit planen, weil wir sind ja verlobt. Wir sind ja verlobt. So. Es ist Samstag. Auf jeden Fall. Wäre es eigentlich ganz gut, wenn die Hochzeit dann am Sonntag ist? Die können wir uns nicht leisten. Aber, also nächsten Sonntag, Hochzeit, dann wäre ja heute ein Junggesellenabschied ganz gut, oder? Wir könnten ein Verlobungsessen machen, möchte ich. Ich möchte eine Hochzeitstheorie. Ich möchte einen Empfang. Dann machen wir heute mal ein Verlobungsessen. Die kennen wir alle. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Es sind irgendwie gefühlt nur Frauen, die wir einladen. Caroline will ich eigentlich nicht dabei haben. Tee und Desserts bei uns daheim um 20 Uhr. Okay. Ja, das machen wir. So, warte mal. Ich muss mal gucken, ob wir davor vielleicht an einem Wettbewerb teilnehmen können. Oh, Calypso hat gute Laune. Toll. Och nö, wir haben kein Geld. Aber wir könnten auch das machen, da haben wir nämlich Bronze und das lasse ich mir nicht gefallen. Das machen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja dieses Mal Gold. So. Dann holen wir mal den Honig daraus. Jetzt bist du schmutzig, oder wie? Katastrophe. Wir haben gar keinen Esstisch, ne? Es ist immer noch zu teuer. I'm crying. Okay, ich würde einfach sagen, wir nehmen so einen billigen Tisch. Es ist ja auch Sommer. Wir könnten ja auch hier draußen essen, oder? Und jetzt billige Stühle. Sehr gut. Und vielleicht hier, da kommt's Essen drauf. Das verkaufen wir dann auch wieder. Das ist nur für heute Abend. Und dann könnten wir ja etwas backen, würde ich eigentlich sagen. Wir brauchen das Teeservice. Ach, wir haben wieder Bronze, ich glaub's nicht. Honey, what is los? Aber wir können das verkaufen. Wer klopft an meiner Tür? Wer bist du? Ukapatukutupututu. Kann ich jetzt dieses Tee-Dings kaufen? Bestimmt. Tee. Also es ist eine Idee, aber es gibt doch... Also es... Erstes mal das hier. Das suche ich schon die ganze Zeit, Mama Mia. Da ist es doch, Mensch. Da glänzt doch etwas. Yeah, weiterentwickeln. Sag mal, warum schaffen wir es da nur Bronze? Ich glaub's gar nicht. Aber immer in demselben. Er soll mal wieder eine Gartenpflanzkiste machen. Gut, können wir da bitte umbenennen. Oh, ich habe ja gar keine Rezepte. Ich bin so schlau einfach mal wieder. Okay, backen. Scheiße, ne? Ich habe gar keinen Ofen. Okay, aber so ein paar Sachen können wir wenigstens machen. Wir machen diese Gummibärchen-Pfannkuchen.
Dann haben wir hier wieder eine Kiste. Sehr schön. Speichern. Und dann brauchen wir noch so einen kleinen Topf. Soll er auch mal machen. So, wir gehen kochen für den Abend. Level 6 der Kochfähigkeit. Ich wusste gar nicht, dass wir so gut sind im Kochen. Und die können wir schön dahin stellen. Dann können wir Brigadeiro können wir machen. Dango, was auch immer das ist. Mach's mal. Er hat Hunger, aber wir haben jetzt die Kiste fertig. Und da können wir die Alraune reinmachen. Sehr gut. Jetzt haben wir alle Pflanzen bis auf die Bäume im Haus. Wir haben fein gereiften Nektar. Somit haben wir Geld. Du da bitte einen Earl Grey. Kannst du bitte noch was kochen? Girl, please. Es fängt nämlich gleich an und wir brauchen noch Essen. Ich wollte gerade Futter sagen. Oh, Brigadeiro, bitte. Mach's Brigadeiro. Hurry. Es fängt gleich nämlich an. Hast du es denn? Ah, los geht's. Ich habe gar keine Musik, ne? Dann machen wir hier irgendwie so ein Radio hin. Einschalten. Kannst du bitte weitermachen? Lass uns essen. Yay! Okay, unser anderes Essen ist auch noch fertig. Hallo, schön, dass ihr gekommen seid. So, und dann können wir ja quatschen. Keine Ahnung, warum er mitgekommen ist, weil eigentlich haben wir ihn nicht eingeladen. Wir kennen manche hier gar nicht mal. Ich räume hier mal nebenher auf. Tee servieren. Oh, stimmt. Wir haben ja Tee servieren an. Hope. Komm, sei ein Schatz. Sei ein Schatz, Max. Und servier mir einen Tee. Dankeschön. Dann soll er auch noch einen Tee trinken. Wegen Ableben trösten. Oh nein. Du Arme. Auf jeden Fall können wir unsere Verlobung bekannt geben. Leute. Es ist einfach eine Frauenparty. Was ist denn hier los? Oh, wie süß. Wir haben sie getröstet. Bei ihr ist irgendjemand abgelebt. Wo ist denn... Ist Juniper nicht gekommen? Oh. Dina Wilde. Okay. Sie ist auf jeden Fall schwanger. Komm, wir sollen das mal anzünden. Vielleicht, das hat dann hier auch eine schöne Farbe. Ja, guck mal. Schön romantisch. Ist doch toll. Wir danken ihr mal fürs Kommen. Können wir sie irgendwie flirten? Nee. Level 4 der Charisma-Fähigkeit. Hope kann sich jetzt geschickt entschuldigen und sich andere Sims fröhlich vorstellen. Die tanzen. Das ist ja schön. Können wir doch auch machen. Mit Hope tanzen. Komm. Sie mag Smalltalk. Okay. Na dann. Also ich mag's nicht. Können wir nicht langsam tanzen mit Hope? Komm. Yay. Cute. Das ist doch eine schöne Verlobungsfeier, oder? Wir haben denen alle gesagt, dass wir verlobt sind. Süß. Können wir sie einfach küssen? Danke. Kein Drama, einfach nur küssen. Juniper ist alt geworden. Hey. Verlobungsfeier vorbei. Oh, Juniper ist in die Jahre gekommen, ey. Warum ist sie traurig? Was ist los, Juniper? Oha, die mögen sich nicht. Warum? Clara Schwarz, also. In den Kühlschrank damit.
bevor hier alles schlecht wird. Die sind am Flirten. Ja, stell's einfach auf den Boden ab. Passt. Ich vermisse Pferde. Girl, du wohnst mit deinen Pferden zusammen. Dein Ernst? Die sind gleich hier nebenan. Ihr geht's einfach ausgezeichnet. Und der Rest schläft. Die wollen hier irgendwie noch bleiben. Ja, wollt ihr vielleicht auch mal irgendwie nach Hause gehen? Das ist, so. Das machen wir alles weg. Komm. Boah, der Tisch kostet 15.000. Aber ich will den. Boah. Ich glaub's nicht. So, jetzt haben wir schon mal so ein Sideboard untern Fernsehen. Ja. Wollt ihr jetzt bitte nach Hause gehen? Tschüss. Ciao, Kakao. Ich geh schlafen. Danke. Aber war schön mit euch. Gell, war schön mit euch. Caroline ruft natürlich an. Erinnerst du dich noch, als wir über Noah gefragt, wir hatten ein nettes Date. Schön. Ich heirate übrigens. Ja, Leute, das, was ich in dieser Folge vorhabe, kann ich leider erst in einer Weile machen. Deshalb trainiere ich gerade die Pferde und verdiene ein bisschen Geld. Und das mache ich halt alles offline, weil das muss ich jetzt nicht wirklich alles aufnehmen. Aber wir können uns den Tisch leisten. Yay. Und mein ganzes Geld ist weg. Aber wir konnten uns den Tisch leisten, okay? Wir konnten ihn uns leisten. Schaut euch diesen Tisch an. Er ist wunderschön. Oh mein Gott. Ich habe das nur einfach mal so nebenbei angeklickt, dass die sich paaren sollen, weil Diamant und Calypso ja schon fast Senioren sind. Und ich würde noch ein Pferd wollen, weil ich möchte das halt... das Kind von Hope und Max dann auch aufwächst mit einem Pferd, was ihr dann gehört, weil, ja, Avalon ja eigentlich auch schon ziemlich alt ist. Ja, und Diamant ist einfach schwanger. Herzlichen Glückwunsch, Diamant erwartet Nachwuchs, bald werden kleine Hufe rund ums Haus trappeln. Crazy, dass das jetzt einfach funktioniert hat. Leute, die Wehen haben eingesetzt. Dieses Mal soll Hope dabei sein. Gebärendes Pferd beruhigen. Ich glaube, sie ist ruhig. Na, das machst du jetzt schon zum zweiten Mal. Es wird alles gut. Wir bürsten ihr Fell. Oh, Cutie. Sie ist eingeschlafen. Du kleiner Schmutzfink. Yay! Er erzählt, dass sie ein Baby bekommt. Oh, wir haben ein Mädchen bekommen. Diamant hat soeben ein Stutfohlen zur Welt gebracht. Wie möchtest du sie nennen? Oh, süß. Also erstmal Nachname wird auch Bennett sein und Vorname Courage. Fortuna Estelle. Ich finde Estelle voll schön. Sie heißt Estelle. I'm dying. Zuchtmerkmal. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines neuen Fohlens. Estelle hat ein einzigartiges Zuchtmerkmal erhalten. C. Sie ist C. Oh my God. Look at her. Wie süß. Ich heule gleich. Hi. Oh mein Gott.
Gott, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Hi, Estelle. Oh. Oh, no. Da sollst du nicht rein. Das hat ja prima funktioniert. Ich habe vergessen, diese Tür abzuschließen. Komm mal bitte her. So. Estelle, du darfst da nicht raus, weißt du? Du darfst da nicht raus. Sanft berühren. Oh Gott, wie süß. Oh Gott, wie klein sie ist. Das ist so süß. Jetzt haben wir Full House hier. Oh mein Gott, Caroline ist alt geworden. Leute, ich habe eine Idee bekommen. Ich könnte ja... Hoppla. Das war nicht so gewollt. Also, first of all, wie zur Hölle macht man Keller? Ich möchte nur so einen kleinen Keller und dann so eine... Ja, das ist perfekt. So einen kleinen Keller möchte ich. Und dann machen wir hier so einen Zaun. Und so eine Holzwand und Holzboden. Und weil es heißt ja, dass das hier unten dann irgendwie besser geht. Weiß nicht, vielleicht können wir das ja auch hier unten machen. Und dann machen wir da noch so eine Lampe rein. Dann hat er da unten so seinen eigenen Space zum... So, da machen wir automatisch alle. Weil ich habe gelesen, dass das im Keller besser reift. Oder schneller reift. Ah! Wo ist meine Kuh? Okay, cool. Das ist doch super. Dann haben wir hier nämlich einen Keller voll mit Wein. Und können den hier in Ruhe dann unten produzieren. Das ist cool. So, liebe Leute. Jetzt kann ich endlich wieder aufnehmen. Jetzt ist nämlich Donnerstag und ein Junggesellenabschied von Max beginnt. Am Freitag von Hope und jetzt von Max. Woo. Wir machen mal bitte, dass er nicht mehr stinkt. Und dann... okay. Teilnehmer, lasst uns trinken. Lasst uns trinken, Leute. Wow, ist das ein Ritter? Hi. Oh, wow, okay, hi. Oh. Wir können mit Maurice auch tanzen. Yeah. Wo sind denn unsere... Wen haben wir eigentlich alles mitgenommen? Da. Ralf, lass uns tanzen und lass uns quatschen, ne? Warum sind hier lauter Ritter? Ich bin verwirrt. Warum sind wieder alle mit diesen Tonklumpen? Wow. Mit Howdy vorstellen. Wer seid ihr denn? Ihr seht... Die sehen irgendwie voll sympathisch aus. Hi. Willst du mein bester Freund werden? Ha? Wie wär's? Freundlich. Wir lernen ihn jetzt mal kennen, weil... Stammbargast. Ich weiß ja nicht, ob das ein Job ist. Okay. Level 9 der Charisma-Fähigkeit. Okay. Oha, wir können ja auch Lieder singen. Also, hey, du kannst doch singen. Also mach doch mal. Ist doch bestimmt cool. Her mit dem Geld, her mit dem Geld, Leute. Yeah, wie supportive alle sind. I love it.
Dankeschön. Und jetzt gehen wir tanzen. Sag mal, wer guckt denn hier Fernseher? Ob es sagt? Tanzen und Getränke. Hey, wir haben alles geschafft, was wir machen müssen. Da, seht ihr? Ja, ja. Dude, das passt nicht so ganz zum Rhythmus, aber... Da, mit dir möchte ich mich anfreunden. Komm. Wir quatschen mit ihm. Getränk bestellen, Lieblingsgetränk. Ich habe gar keinen Überblick mehr, wo was ist so in diesen... Oh. Lotta Coca-Latta. Das ist sein Lieblingsgetränk, oder wie? Cool. Es sind alle gegangen. Das war ja mal wirklich ein hammergeiler Junggesellenabschied. Also, ich würde dann sagen, dass wir nach Hause gehen. Ach, das ist hier. Hier war ich nämlich noch nie. In diesem Land, in dieser Stadt, wie auch immer. Leute, Calypso ist älter geworden. Calypso hat die besten Jahre hinter sich und ist jetzt ein Pferd im Seniorenalter. Es wird vielleicht Zeit, es ein wenig langsamer anzugehen, denn Calypso wird jetzt schneller müde und braucht mehr Schlaf. Du kannst immer noch schöne Ausritte mit Calypso unternehmen, also verbringt schöne Stunden zusammen, bevor es Zeit wird, Abschied zu nehmen. Ich glaube, mein Herz bricht, wenn er stirbt. Ich kann das nicht. Oh Mann, Baby. Können wir mit ihm dann noch irgendwie überhaupt teilnehmen an irgendwas? Hm. Oh Gott, Calypso, du bist alt. Oh, guck mal, ist grau geworden. Ich schau mal. Also, wir sind jetzt ein Level höher. Wir machen jetzt mal als Profi mit. Silbermedaille. Während dein Pferd ruhig geblieben ist, warst du nicht in der Lage, schnell genug zu reagieren, um die Übergänge nahtlos zu meistern, was für den ersten Platz unabdinglich gewesen wäre. Davon abgesehen hat das Publikum dir und deinem Pferd applaudiert, weil ihr zu den Besten des Wettbewerbs gehört. Yay! So, wir machen da noch eine Toilette hin. No, Hedi! Boah, ich dachte gerade Calypso einfach. Mein Herz ist gerade stehen geblieben. Oh no! Oh Baby, ihm geht's gerade auch gar nicht gut. Armes Pupsi-Dupsi. No. Hopes Junggesellenabschied fängt an. Mit den Mädels sind wir im Club und zwar lasst uns tanzen. Let's go. Woo. Ihr habt euch ja schick gemacht, du. Wow. Cassandra Grusel ist schwanger. Boah, Eddie. Die sieht ja mal hammer aus, hey. Benommener Bär. Obwohl sprechende Bäume hervorragende Rückenkratzer abgeben, werden ihre wehleidigen Hilferufe doch sehr lästig. Wegen Kleidungsobjekt. Mystischer Nebel. Okay. Komm, wir gehen mal was trinken, Leute. So. Komm, wir sitzen jetzt hier und quatschen. Creme Cola ist ihr Lieblingsgetränk. Alles klar. Hoppla. Das fand sie nicht so toll. Ich wollte wissen, auf was sie steht. Ja, passt doch. Jetzt mal nicht übertreiben hier. Schmeicheln. Danke fürs Kommen, gell? Danke fürs Kommen. Ist ja wieder großartig. Komm, ich trinke das jetzt einfach. Mir egal, wer das bezahlt hat. Mann, ich will Best Friends werden mit Juniper, aber irgendwie mag sie mich nicht. Ich weiß doch auch nicht. What's the problem? Okay, komm, wir gehen wieder tanzen. Wenn das schon so ein cooler DJ ist.
Da wird geflirtet. Jade und Jenna. So, so. Don Lotario. Irgendwie sieht er anders aus. Aber er sieht gut aus, wie immer. Ja, yeah, okay. Cowboy-Tanz. Komm, wir machen das auch mal. Oh mein Gott. Sie fühlt sich auch noch richtig... Oh, ach du heilige Makrele. Wow. Das ist ja cool. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich hoffe, ich habe für diese Folge genug aufgenommen. Aber ich glaube mal schon. Aber auf jeden Fall, ja, war es das mal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir heiraten. Das wird wunderschön, Leute. Ich habe was ganz Schönes vorbereitet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die Hochzeit auch bloß nicht verpasst. Und dann sehen wir uns auf der Hochzeit von Hope und Max. Tüdelü!